Da sind wir, Klicksum, aber auch andere Medien wie der Berliner Tagesspiegel oder der österreichische Kurier einem alten Video aufgesessen. Dieses Video zeigt zwar wahrscheinlich eine Explosion in Russland, aber nicht die Atomexplosion in Yonoxa. Das hat das Internetportal Corrective herausgefunden. Es hat unser Video analysiert und die Herkunft im Jahr 2015 ausgemacht von den Explosionsbildern. Unabhängig davon hat die Explosion stattgefunden und es gibt Messungen von Radioaktivität jetzt in Norwegen. Klicks und Science Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Erstmal vielen Dank an Corrective.org für die detaillierte und saubere Analyse. Gut, dass es solche Organisationen gibt und wir wollen es eben transparent machen, wenn wir etwas gezeigt haben, das so nicht stattgefunden hat. Ganz wichtig vorab, an den Recherchen gab es keine Korrekturen, das ist wichtig. Aber wir werden ernsthafte Zweifel immer verfolgen und eben auch veröffentlichen, damit ihr sicher sein könnt, dass das, was hier berichtet wird, auch korrekt ist. Herzlich willkommen. Wie gesagt, keine Korrekturen an der Recherche, sondern am Video. Tatsächlich, das hat Corrective.org herausbekommen, handelt es sich bei dem Video, das wir gezeigt haben und das in Artikeln auf der Webseite des Tagesspiegels oder beim Kurier eingebunden ist, um einen Ausschnitt aus einem alten Video. Und das stammt aus dem Jahr 2015. Ist also 4 Jahre alt. Es kann also so oder so nicht den Atomunfall zeigen. Ich weiß, ein Video sagt mehr als 1000 Bilder, ein Bild mehr als 1000 Worte. Videos sind unglaublich beeindruckend und deshalb haben wir dieses Video hier gerne gezeigt und den Quellenangaben geglaubt. Im Titel heißt es nämlich zugegebenermaßen etwas kryptisch: In den Apotheken von Archangelsk und Severodvinsk wurde nach der Explosion eines Strahltriebwerks Jod gekauft. Es sollte also der Eindruck erweckt werden, dass es sich um den aktuellen Atomunfall handeln würde. Auch in einem russischen Nachrichtenbeitrag über den aktuellen Atomunfall hat Corrective das Video entdeckt. Das Video ist also wirklich alt und hat nichts mit dem aktuellen Atomunfall zu tun, der vielleicht viel harmloser oder viel schlimmer ausgesehen hat. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Allerdings gibt es zum ersten Mal Messungen radioaktiver Strahlung, die wahrscheinlich von diesem Unfall stammen in Norwegen. Und diese Messung zeigt schwache Radioaktivität. Damit liegen zum ersten Mal Daten vor, sodass schon bald ermittelt werden kann, was da wie und mit welchen Auswirkungen explodiert ist. Das hat jetzt auch eine Studie über den Atomunfall in Majak in Russland 2017 gezeigt, der sogar gänzlich von Russland geleugnet wird, aber eben nachgewiesenermaßen stattgefunden hat. Ich bin sehr gespannt, was es mit dem aktuellen Unfall auf sich hat. Wie die Forschenden dem Atomunfall 2017 auf die Spur gekommen sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Anklicken, anschauen und Klicks um Science Fiction abonnieren. Bis dann, bleibt dran.